Ja, damit auch wieder recht herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Mein Name ist Sinui. Wir machen uns mal auf zum blutigen Baron und schauen uns mal da an, was mit der Fehlgeburt war. Ob er halt eine Fehlgeburt hatte und wir müssen den Fehlgeborenen finden, sprich mit dem Baron. Na gut, da werden wir uns mal... Leute! Wieso kann ich nicht schnell reiten? Hä? Wie zu schwer oder wie? Ba-ba-da. Hä? Muss ich mal absteigen? Kann ich wirklich nicht schnell reiten? Hm. Was ist denn hier los? Okay. Ihr tanzt in einer Reihe. Fort von der Dämmerung. Oder hat das mit der Satteltasche zu tun? Das ist ja echt kurios. Langsamer. Nö. Oh. Mit seinem Schlag. Sprint. Wir machen aber die Satteltasche um. Mach langsam. Hm. Deswegen kann ich vielleicht auch gerade nicht schnell reiten. Lauf, Blitze! Na gut, dann machen wir halt so eine kleine Kamerafahrt. Blitzeinschlag. Lauf, Blitze! Ein bisschen schneller wäre nicht schlecht, aber ich weiß, du kannst gerade nie. Warum stehst du eigentlich hier rum? Du musst damit helfen. Huch, Entschuldigung. Du auch hier. Schneller. Ah, hier stehen sie schon alle. Okay. Schnell. Helft. Das Haus brennt. Nicht wegrennen, helfen. Oh. Ich komme. Rettung naht. Na gut, wie mache ich das Feuer durch meinen Zauber aus? Oswin! Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Er und die Pferde. Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt! Beeilung! Jetzt ist nämlich hier das Problem, dass hier der blutige Baron rumsteht und zu denen werden wir aber jetzt nicht drin. Verdammt, rührt sich nicht. Wohl von innen verriegelt. Oh hier, hier ist eine Leiter. Auf einen anderen Eingang. Mist, so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Okay. Oh hier. Sauerstoff, sehr, sehr wenig. Kann ich hier nochmal atmen? Okay. Wie soll ich denn hier rein? Ah, ah, oh. Ah, hier kann ich durch. Und nun? Ja, was soll ich machen? Ich komm dich holen. Wie soll ich hier rauskommen? Hilfe!
Wie denn? Jetzt, oh. Ich stehe schon davor, drücke X wie ein Blöder, passiert nichts. Oh, danke. Es fährt durch. Wir haben einen Helden in unserer Mitte. Du hast ja einen fast lyrianischen Walz verdient. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast? Was zur Hölle willst du damit sagen? Verkauf mich nicht für dumm. Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Ah! Ah! Hilfe! Hierüber verflucht! Na komm! Sie sind vor dir geflohen, nicht? Lügenmaul! Oh. Oh, oh, oh. Na komm. Oh, Alter. Die kann man sich jetzt einfach mitdreht. Warte nur. Ich zerf. Ha! Wir müssen reden. Da ist doch Wasser gewesen gerade. Lösch es. Hinsetzen. Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Und Anna? Das ist etwas anderes. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt. Wie hat deine Frau dich wütend gemacht? Die Suppe versalzen, die Socken nicht gestopft? Sie kannte mich seit 20 Jahren. Betrunken wie nüchtern, sie wartete auf meine Heimkehr als Sieger oder als Verlierer, den sie zusammenflicken musste. Sie wusste wie niemand sonst, wo sie mich kneifen muss, damit es wehtut. Du hast sie geschlagen, weil sie dich kritisiert hat? Ach, Hexer, du hast keine Ahnung. Nun, vielleicht erzähle ich's dir ja einmal. Aber nicht heute. Du wusstest die ganze Zeit, dass sie geflohen sind. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte, du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. Sie ist weggelaufen, ja. Ich halte dich wirklich für einen Schlappschwanz. Aber nicht, weil du sie nicht bändigen konntest, sondern weil du sie vertrieben hast. Was? Spiel nicht den Idioten. Du hast ihnen keine Wahl gelassen. Anna und ich. Es war nicht so, wie es jetzt scheint. Na schön, ich bin ganz Ohr. Erzähl, was passiert ist. Diesmal die Wahrheit. Ich hatte 3 Tage am Stück gesoffen. Anna kam und sagte, sie würde gehen. Ich flehte sie an, aber sie wollte nichts hören. Ich wollte sie aufhalten. Sie wand sich wie ein Aal. Wir kämpften. Sie stürzte. Mehr weiß ich nicht. Ich erwachte morgens mit einer pissschweren Hose und einer Riesenbeule am Schädel. Meine Lieben waren fort. Weißt du, wie das ist, Hexer? Nein, wie zum Teufel solltest du? Ich hatte nichts mehr, nur die Flasche.
Die Kampfspuren in dem Zimmer, das Loch in der Wand, der Wein auf dem Absatz. Warst du das? Ja, wir haben uns gestritten. Sie wollte mir mit dem Kerzenhalter auf den Kopf hauen, hat aber ständig verfehlt. Sie schlug auf die Wand und den Pfeiler. Ich bin zurückgewichen und auf den Tisch gefallen. Dabei habe ich den Wein umgeworfen. Anna nutzte den Moment, um zu fliehen. Sie rannte die Treppen runter, den verdammten Kerzenhalter in der Hand. Ich habe sie auf dem Absatz eingeholt. Wir sind gestürzt. Ich dachte, ich hätte sie. Da schlug sie mir auf den Kopf. Ich verlor das Bewusstsein. Keine Ahnung, was danach passierte. Als ich erwachte, war ich allein. Was geschah dann? Es wurde noch schlimmer. Ich erwachte bei Sonnenuntergang und wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren. Erst hielt ich alles für einen verdammten Säuferalbtraum. Doch dann ging ich ins Schlafzimmer. Und Anna war nicht da. Stattdessen war alles voller Blut. Ich begriff, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Ich konnte nicht atmen. Ich ging zum Bett und sah es. Es lag da, ein kleines, hilfloses Ding auf blutigen Laken. Tot. Und das war mein Werk. Vielleicht dein Werk, vielleicht auch nicht. Aber ihr Amulett könnte wichtig sein. Oder die Tatsache, dass sie es verloren hat. Was hast du mit dem Kind gemacht? Was hätte ich schon machen sollen? Ich hab's vergraben. Einfach so? Verdammt, an eine Beerdigung dachte ich nicht. Es war ein Albtraum. Er sollte aufhören. Das war meine Hoffnung. Ich sagte Anna, ein kleines, unser kleines, würde alles wieder richten. Doch sie starb, ehe sie geboren werden durfte. Verstehst du, Hexer? Mein Kind war tot. Ich fühle mit dir. Wirklich. Danke. Und ich hoffe, dass du deine Ciri findest. Unserer Abmachung nach muss ich zuerst Tamara und Anna finden. Gut, dass deine fehlgeborene Tochter uns dabei helfen kann. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In was, verdammt? Eine verfluchte Kreatur, die sich stärkt, indem sie Schwangere tötet. Ist sie stark genug, greift sie die an, die sie verachtet haben. Aber woher weiß sie das? Blutsbande. Das sind starke Bindungen. Durch sie werde ich deine Familie finden. Wie? Auf zwei Arten. Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelbold. Das ist eine Art Kobold, ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann. Und die andere? Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Weideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. Was immer wir tun, zuerst müssen wir den Fehlgeborenen finden. Ich zeige dir, wo ich sie begraben habe. Und ich schaufle ein Grab unter der Schwelle. Können wir aus dem Fehlgeborenen keinen Tölpelbold machen, kann man uns dort begraben. Sehr praktisch. Jo. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte mit mir. Um Mitternacht zeige ich dir, wo ich sie begraben habe. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Und werd wieder nüchtern. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja, du brauchst sie, wenn auch nicht dafür. Heieieiei. Tölpelbold.
Einige Stunden später. Noch etwas weiter. Mir nach. Natürlich. Folge dem Baron. Das Lustige ist, hier... Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Hier hinten waren wir nämlich schon mal gewesen. Oh, eine düstere Nacht. Hier ist es. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Da ist er. Schau. Nimm ihn in die Ark. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Ehe wir es merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er es auch. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann beißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich helfen kann. Sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Gib ihn auf. Nimm ihn in deine Arme. Er wollte ja, dass wir den nicht töten. Barmherzige Götter. Und das werden wir jetzt auch tun. Zurück zur Burg. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Na dann, auf. Ich folge dir, oder fällig. Ich folge dir, Baron, zum Eingang der Burg. Ich traue mich gar nicht, irgendwas zu sagen hier. Bin ja schon dabei. Warte, ich nehme mal Quinn. Igni? Nicht die Pest. Er bewegt sich. Oh, ganz ruhig. Aber was hast du damit vor? Ich? Nichts. Das ist deine Aufgabe. Ich hab doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Wenn die Sage wahr ist, ist es morgen ein Tölpel. Er wird über dein Haus wachen und mir helfen, deine Familie zu finden. Ich glaube, das erklärt es ganz gut, lieber Baron. Oh. Verdammt, bist du hässlich. Das kommen noch mehr. Heilung. Los doch. Ich warte nicht, bis sie uns verschlingen. Ey. Alter! Ich glaube... Ja.
Boah. Noch einer. Er bewegt sich wieder. Wie ein scheiß Aal. Ich kann ihn nicht halten. So. Es hat geklappt. Er ist ruhig gestellt. Schon einen Namen gewählt? Nein. Dann lass dir einen einfallen. Es ist wichtig. Es ist ein Mädchen. Wie hätte Anna sie genannt? Hm. Ein Mädchen. Okay. Tölpebold. Und jetzt? Sprich mir nur. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Vergib mir, wie du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Ich gebe dir den Namen, sag ihren Namen. Und empfange dich als meine Tochter. Ich gebe dir den Namen. Dir. Und empfange dich als meine Tochter. Gut. Und jetzt begrab sie. Jetzt? Innerhalb eines Tages sollte sich der ja in einen Tölpelbold verwandeln. Ich bleib hier und warte. Du gehst nach Hause. Ich warte mit dir. Kommt nicht in Frage. Aber das ist mein Kind. Und die Schuld, die ganze Verantwortung dafür liegt bei mir. Die Zeit für elterliche Gefühle ist lange vorbei. Außerdem kannst du hier nichts tun. Aber... Kein Aber. Hier ist nur noch Hexerwerk gefragt. Ich muss Tag und Nacht warten, bis sich der Fehlgeborene in einen Tölpelbold verwandelt. Geh nach Hause und betrink dich nicht wieder bis zur Bewusstlosigkeit. Ja, und mit diesen Worten und mit diesem Bild sage ich hier Tschüss und bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen, haut rein. Tschüss.